Grüßt euch zu einem neuen Video auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Die eigene Bike-Werkstatt. Ja, was kann man alles draus machen und wie kann man sie sich einfach schön einrichten? In der heutigen Folge gehen wir mal drauf ein auf den Bau einer French-Gliedhalterung für unsere Schraubendreher, die wir zum Bike-Schrauben dann brauchen. Ich habe schon mal im vorigen Video vorgestellt euch den Satz von Vera. Verlinke ich euch gerade mal oben in der Ecke, also auch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das Werkzeug einfach nochmal auschecken. So, was brauchen wir? Wir brauchen einmal etwas Holz oder Bauholz. Ich habe mir jetzt hier genommen, wieder wie üblich für meine Halterungen, 18er MDF. Wie gesagt, einfach zu bekommen und noch relativ bezahlbar. An der Kreissäge war ich schon, habe alle Teile mir jetzt zugesägt, wie ich sie brauche, dass ich einfach hier sagen kann, ich kann quasi jetzt starten. Wenn ihr so eine Halterung euch bauen wollt, sägt die Seite, wo ihr alle Teile gleich lang haben wollt, also die Hölzer hier, alle erstmal ihre Platte hier ab, dass die Platte auch gleich groß ist. Dann die Streifen erst raus. Dann habt ihr auch mit ungenaueren Sägen kein Problem, weil es ist eigentlich hier ja völlig egal, ob wir jetzt hier 31,5 oder 31,2 haben. Wir müssen einfach nur alle gleich breit haben. Wie gehe ich an sowas ran, wenn ich so eine Halterung bauen möchte? Naja, es ist eigentlich relativ simpel. Ich habe schon eine Halterung gebaut für Schraubendreher. Dahin hängt sie. Und die war jetzt auch klein bisschen, mein Pate, den ich einfach nachbauen wollte. Also mit einem kleinen Update, wo das Ganze noch ein bisschen charmanter macht. Die Breite habe ich genau gleich genommen, genau 7 Stück pro Reihe, also 14 Schraubendreher. Das sehen wir in der kompletten Ausführung genau gleich. Deswegen werde ich jetzt auch anzeichnen, die Löcher hier erstmal alle, die wir brauchen werden. Ich werde die Maße von hier gerade übernehmen, weil die funktionieren ja schließlich. Also warum sich die Mühe zweimal machen? Let's go! Wenn ihr jetzt voll sein wollt, zum Anzeichnen von diesen ganzen Linien, nehmt euch einfach ein anderes Brettle, was hoffentlich ja gerade gesägt ist, und dann könnt ihr es als Lineal einfach nehmen. Oder einfach, wenn ihr eins habt, einfach ein Lineal. Klar, macht auch Sinn. Soweit, so gut. Jetzt haben wir hier unser Raster drauf, wo wir nachher jetzt hier unsere Löcher bohren werden, wo unsere Schraubendreher nachher durchkommen. Also genau quasi synchron zu unserem oder meinem erst gebauten Halter. Ich möchte ein kleines Upgrade machen, damit die zweite Reihe, die hier kommt, ein bisschen höher steht. Deswegen wird hier hinten nochmal eine separate Leiste aufgeleimt, damit die hintere Reihe einfach höher kommt, zum einfach besseren Rausgreifen. Auch soweit klar, die leimen wir da einfach drauf und warten kurz und dann bohren wir auch die Löcher von der Rückseite alle dementsprechend durch. Noch eins. Wie hoch nehme ich so eine Halterung? Also sprich, diese Höhe hier. Ihren längsten Schraubendreher nehmt ihr einfach und legt ihn einfach mal drauf und messt ihn einfach mal aus und danach sägt ihr euer Rückbrett ab, dass man einfach da ein vernünftiges Maß hat. Und da können wir auch nachher hier unsere zwei Brettle, hier in etwa so, dass es schön aussieht, auf dieses Grundbrett unserer French-Gliedhalterung dementsprechend draufschrauben und dann sieht die Sache auch ordentlich aus. Würde ich sagen, bevor wir weitermachen, verleimen wir erst einmal die beiden Bretter und dann kann es auch schon weitergehen. So, die Leimarbeiten sind soweit fertig. Jetzt heißt es mal zu warten, bis der Leim abgebunden hat, eine halbe Stunde. Und dann bohren wir unsere Löcher durch an die Spurmaschine. Und dann haben wir eigentlich von der Halterung schon das meiste fast geschafft. Jetzt heißt es kleine Pause und dann geht es gleich wieder weiter. Für euch eigentlich gleich, für mich nach einer halben Stunde. So, wenn euer Leim abgebunden hat oder annähernd abgebunden hat, mache ich noch folgendes, hauen wir hier noch zwei Schrauben rein, dass ich noch ein bisschen dem Leim Zeit geben kann, voll abzubinden, nur aus prophylaktischen Gründen. Das mache ich jetzt noch geschwind und dann können wir es auch schon hier aus der Zwinge wieder befreien, so rum. Und dann geht es weiter zum Löcher reinbohren.
Perfekt. Als Schrauben nehme ich hier ganz normale Spacks in 4x35, weil die langen einmal super gut durch und mache mein Brett nicht. Kommt oben wieder raus. Und die, denke ich, mache ich hier einen ganz guten Job für diese Aufgabe. So. Und jetzt können wir auch schon ans Bohren gehen, weil ich ja nachher eh unten an der Halterung. Dementsprechend haben wir ja da eh genügend Platz. Weil, so könnt ihr es euch nachher vorstellen, dass es nachher so an der Wand hängt, Möglichkeiten, um zu verschrauben, weil das unten sehe ich ja nachher an der Wand eh nicht mehr, dass ich von oben angucke. Wenn, und wenn, ist auch egal. Wenn man die Schraube halbwegs vernünftig platziert und in der Linie setzt, geht es eigentlich auch. Ab zur Bohrmaschine. So, die Finalstrecke unseres Halterbaus. Soweit super okay. Löcher habe ich jetzt gebohrt mit 10 mm und nachher habe ich noch einen größeren 13er Metallbohrer einfach ein klein bisschen angesenkt, dass sie nicht ganz so scharfkantig sind. Und jetzt gehe ich da einfach nochmal drüber mit dem Schleifpapier, um das Ganze noch ein bisschen zu entschärfen. Vor allem über die Kanten. Weil die sind dann doch immer ein bisschen scharf hinten nicht. Weil da brauche ich eine scharfe Kante zum Arbeiten. Und auch noch einmal geschwind in die Löcher geschwind rein, damit die schön sind. Und unser Werkzeug einen coolen Platz dann kriegen darf. So, dann haben wir einmal unsere Montage, unsere Bremsglied-Leiste. Und jetzt darf die Halterung auch schon zusammen. Wie, in welcher Höhe machen wir jetzt diese Geschichte hin? Weil soll man ja quasi jetzt, dass der Größschraubenzieher quasi hinten reinkommt, passt. Ich würde sagen, nehmen wir es mal in diese Höhe. Dann ist oben noch ein klein bisschen Platz und unten auch noch ein klein bisschen Platz, dass es nicht ganz so gepresst aussieht. Und dazu messen wir mal geschwind nach. Und ich komme jetzt hier auf, nehmen wir gerades Maß 11,5 cm. Also, dann heißt es Anzeichner. Den Teil haben wir auch geschafft. Jetzt kommt noch oben unsere Leiste dran geleimt werden. Hier. Da wir es auch in der Wand einhängen können, aber das ist eigentlich nur eine Formsache. Das heißt, hier wieder das gleiche vorher auch anzeichnen, wo die Bohrlöcher reinkommen. Mache auch drei Schräubchen rein. Wiederum das gleiche auch mit 5 und mit außen rein jeweils 5 und einen in der Mitte als drei Schrauben reicht völlig. Der Leim macht ja auch noch eine gute Arbeit hinten raus. Dass er da auch vernünftig hebt. Schraube rein, dann ist unser Halterung auch schon fertig. Echt cool. So. Auch da oben ein bisschen Leimspuren abnehmen. Das sehe ich jetzt auch nicht allzu heilig, weil es ist ein Werkstattmöbel
und ich komme ins Wohnzimmer, deswegen da kann auch mal noch ein klein bisschen was überstehen. Soweit, Halterung ist fertig, jetzt heißt es einräumen an der Wand. So, die sind einfach nur cool aus. Unser selbstgebauter French Gliedhalter in der Bikewerkstatt. Und das Coole ist, klar habe ich jetzt natürlich alle Schraubenzieher am Platz, da wo sie hingehören. Und zum Zweiten habe ich auch, da ich ja genau die Löcher habe, die ich an Werkzeugmenge habe, wenn einer fehlt, ich weiß, dass er fehlt, ich weiß auch gar, welcher fehlt, weil ich räume ja nach meinem Prinzip dementsprechend ein. Also, cooles Projekt für die kleine Bikeschrauberbude oder auch für die Familienwerkstatt, je nachdem, was man tun möchte. Ich finde es einfach nur spannend, euch da ein bisschen mit reinzunehmen, ein paar kleine Gedanken von mir. So, ein neuer Halter ist entstanden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao.